Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute habe ich mal einen Haul für euch und zwar habe ich in der Black Friday Woche ein bisschen bei Beauty Bay geshoppt und ich dachte, ich zeige euch das heute alles mal und teste das mal live vor der Kamera aus. Hier haben wir einmal das Paket von Beauty Bay, wo ihr schon allerhand Sachen erblicken könnt. Als allererstes habe ich mir vorgenommen, mein Skincare Level so ein bisschen abzuskillen. Oh Gott, das denke ich heute ist ganz schön schlimm. Und da habe ich mir ein paar Hautpflegeprodukte von The Ordinary bestellt. Was genau das für Produkte sind, werde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil das würde, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ihr möchtet, mache ich gerne mal ein Video zu meiner aktuellen Hautpflegeroutine, wie ich die Produkte alle vertrage und wie ich die anwende, morgens, abends, Routine, alles Mögliche. Wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Dazu habe ich mir noch eine Feuchtigkeitscreme bestellt, die außerdem einen hohen Sonnenschutzfaktor hat. Mehr dazu auch im Hautpflegevideo. Die ist von Alpha H, wenn man das so richtig ausspricht. So, da ich der Meinung war, ich habe nicht genug Lidschattenpinsel, habe ich mir direkt ein Set von der Eigenmarke von Beauty Bay bestellt. Ja. Die kam in diesem geilen Verpackungsdingsbums an und es ist holographisch und deswegen wunderschön. Das Etui mit den Pinseln hat einen Magnetverschluss, was ich ziemlich praktisch finde. Und da sind einmal 12 Lidschattenpinsel und Augenbrauenpinsel dabei. Und ich fand die echt toll, die waren auch runtergesenkt und ich brauchte Lidschattenpinsel. Und deswegen dachte ich mir, warum nicht? Ich habe sie gestern schon an jemand anderen getestet, und zwar an meinem Prüfungsmodell. Weil ich gestern das Make-up in ihr geprobt habe, aber an mir selber tatsächlich doch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und noch ein kleines Extra zur Hautpflege. Ich fand es echt hübsch und echt cool und wollte es deswegen unbedingt ausprobieren. Von Yes to Grapefruit Brightening Vitamin C Glow Boosting Unicorn Peel Off Mask. Wenn man hier einmal aufmacht, kann man das so drehen und dann kommt quasi die Maske aus dieser kleinen Mini Vulva raus. Ein letztes Special für die Hautpflege noch. Habe ich mir ein Double-Ended Masking Brush von Revolution gekauft. Der sieht so aus. Der hat einmal so einen flauschigen, eher festgebundenen Pinsel und hier auch wieder, wie bei der Maske, so ein Silikonapplikator. So, und jetzt kommen wir schon zum dekorativen Kosmetikteil. Zuerst etwas, was jetzt nicht unbedingt unter Make-up zählt, aber ich habe wirklich mit mir gerungen, weil obwohl es runtergesenkt war, war es für mich immer noch ganz schön teuer. Und eigentlich ist es auch ein bisschen unnötig, aber das war so special. Ich wollte das unbedingt haben und vor allem, weil ich die Marke auch liebe. Und zwar ist es das Shimmer Body Oil von Anastasia Beverly Hills. Nächstes Jahr fliege ich mit meinen Kollegen nach Barcelona und da wird das Baby hier zum Einsatz kommen. Und es sieht halt auch einfach so edel aus, die Verpackung. Ich finde es richtig cool. Ja, das gefällt mir sehr gut. Weiter geht's mit Make-up. Und zwar würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal meine Grundierung und dann geht's weiter mit den Produkten, die ich mir bestellt habe. Ich habe jetzt meinen Primer, meine Foundation und meinen Concealer aufgetragen. Und jetzt kommen wir zum ersten Produkt, was ich von Beauty Bay bestellt habe. Und zwar haben wir hier einmal das Banana Light Powder von Revolution. Baking Powder. Ich bake eigentlich normalerweise nicht, habe ich früher mal gemacht. Hab dann aber gemerkt, dass ich unglaublich trockene Haut unter den Augen bekomme davon. Sondern ich mache es nur kurz drunter und wische es dann direkt wieder weg. Ich wollte eigentlich zuerst das Banana Powder nehmen, habe dann aber gesehen, dass es auch eine Light-Version davon gibt. Es gefällt mir eigentlich relativ gut. Es ist schon so ein bisschen wie ein Weichzeichner für die Haut. Allerdings hebt es auch so ein bisschen diese klitzekleinen Fältchen, die ich hier auf meinen Augenringen habe, hervor. Ich finde es gut, denke ich. Müsste ich jetzt noch mehr austesten, aber ich glaube, dieses Banana Light, auch wenn es light ist, ist es jetzt im Winter für mich ein bisschen zu dunkel. Ich glaube, das ist eher was für den Sommer. Den Rest meines Gesichts setze ich jetzt mal eben mit einem transparenten Lösungspuder. Jetzt konturiere ich mal ganz kurz mein Gesicht. Was kommt bei mir immer nach Contouring? Genau, Blush. Und da habe ich mir auch auf Beauty Bay 1 von Anastasia Beverly Hills bestellt.
und zwar das Blush Trio in der Farbe Berry Adore. Und dann haben wir einmal die Farbe Velvet, Exotic und Desert. Übrigens habe ich bemerkt, dass einfach alles, was ich bestellt habe, das war total der Zufall, aber es passt alles perfekt zusammen. Es ist nämlich alles, was ich bestellt habe, in einem Fliederton gehalten. Der ist ein bisschen zu dunkel für heute, der ist ein bisschen zu orange, deswegen gehe ich mal in die Mitte in Exotic. Ich habe den schon ausprobiert, man darf nur ein, zweimal ganz vorsichtig reintippen. Gut abschütteln, ganz sanft, weil diese Blushes von Anastasia sind unglaublich krass pigmentiert. Also fast ein bisschen zu stark, finde ich. Da hätte ich lieber ein Blush, was ich aufbauen kann. Weil bei Blush ist ja schwierig, wenn es, also da kann es sehr schnell mal zu viel sein. Highlighter. Und das ist Jeffree Star. Habe ich mir einen Supreme Frost Highlighter gegönnt in der Farbe Hypothermia. Gebt euch das mal. I love it. Sparkle to the max. Bling bling bitch. Also ich dachte erst, okay, es ist wahrscheinlich zu dunkel für meine Hautfarbe. Aber wenn man wirklich ganz leicht reingeht, dann hat man halt diesen Schimmer, diesen Glitter als Highlighter. Deswegen sollte ich da nicht zu fest aufdrücken mit dem Pinsel, weil dann habe ich hier wie bronzene Streifen. Hammer. So, unter der Augenbraue werde ich jetzt noch nicht highlighten. Ich mache jetzt erstmal kurz meine Augenbrauen. Und zwar Produkte habe ich da jetzt keine neuen geholt. Allerdings würde ich dann gerne mal einen Pinsel ausprobieren, der genau dafür gedacht ist. Und zwar ist das der Take Brow Pinsel. Der hat hier einmal so ein Bürstchen, was für mich beim Augenbrauenmachen unverzichtbar ist. Und einen wunderschönen dünnen, schrägen Pinsel. Den habe ich gestern auch schon bei meinem Prüfungsmodell benutzt. Mit dem lässt sich wunderbar Augenbrauenpuder auftragen. Schön präzise. Aber ich werde das heute mal mit Pomade testen, weil ich meine Augenbrauen ja immer gerne mit Pomade mache. Erstmal muss ich die hier so durchkämmen. Also, für diejenigen, die es können, mit diesem Pinsel kann man super präzise Pomade auftragen. Aber ich bin halt einfach echt kein Mensch, der nur mit Pomade Augenbrauen machen kann. Mit meinem Micro Brow Pencil von NYX, der extrem schön dünn ist und damit echt präzise, muss ich erst die Augenbraue vorzeichnen und dann mit Pomade ausmalen. Und genau deswegen ist so ein Bürstchen für mich unverzichtbar, weil ich damit dann die Augenbrauen nach vorne mal ausblende und das, genau diese Technik, finde ich, macht Augenbrauen so richtig on fleek und cool. Dann können wir halt gleich einen neuen Pinsel austesten, denn Concealer wird das schon richten. Dann nehmen wir doch gleich mal einen Pinsel aus dem Set, der genau den Namen hat, was wir gerade erreichen wollen. Und zwar On Fleek. Retten wir dieses Desaster jetzt mal. So sieht er by the way aus. Leute, dieser Pinsel ist ja mal absolut geil. Die perfekte Form, die perfekte Festigkeit, um die Augenbrauen mit Concealer zu umranden. Wahnsinn. Kommen wir jetzt zum Lidschatten. Wenn ihr denkt, dieses Video ist schon viel zu voll mit Anastasia Beverly Hills, dann habt ihr euch gewaltig geschnitten. Flieder, es passt super. Ich wollte diese Palette schon ewig haben. Das Dumme war, die war nicht runtergesetzt. Ich habe bestellt und den nächsten Tag war sie 10 Euro günstiger. Naja, egal. By the way, ich liebe diese Anastasia. Die sind so flauschig, das ist so samtig, ey, das ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe es einfach hier unten nur matt und oben nur Glitter. Ich nehme jetzt hier erstmal den Pinsel High Grease und gehe damit in die Farbe Volatile und nehme das als Transition Color. Dann nehme ich den Pinsel I Spy und gehe in die Farbe Love. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich jetzt in Soul. Jetzt nehme ich den Pinsel Hey Shorty und gehe in Eccentric. So, und jetzt nehme ich den Pinsel Sketch It Out und wieder Round the Blend und verdunkle meinen Augenaußenwinkel noch ein bisschen mit Passion.
Ich nehme jetzt den Multitasking Master. Mache ich den jetzt einfach mal nass und gehe in Wild Child. Und mit der anderen Seite des Pinsels gehe ich in Celestria. Ich nehme mal den Pinsel Full Color. Gib Love und Soul nochmal über die dazugehörigen Glitterfarben. Jetzt nehme ich den Pinsel All in the Deeds und werde, nachdem ich mir eine Mini-Cut-Crease hier gesetzt habe, werde da wahrscheinlich noch mit ein bisschen Glitter reingehen. Hier in den Innenwinkel unter meinen unteren Wimpernkranz setze ich Dazing und dafür nehme ich einen Pinsel, der heißt The Shortlist. Und da fehlt jetzt auch nur noch einen Pinsel und den haben wir alle ausprobiert. Jetzt nehme ich Strike Out und da gehe ich jetzt in die Farbe Dreamer. So, ich habe jetzt einen schwarzen Liner gesetzt. Ich habe mich entschieden, dass ich den wirklich bis hier hoch zu Drama setze. Dann habe ich noch einen fliederfarbenen Liner genommen und habe Drama hier nochmal unterstrichen. Wimpern getuscht, Lashes sind da und ich habe mir noch einen rosafarbenen Kajalstift auf meine Wasserlinie gesetzt. Meine Lippen sind auch geprimed und jetzt fehlt nur noch ein einziges Teil meiner Bestellung. Und zwar habe ich mir ein Velour Liquid Lipstick von Jeffree Star noch gekauft. In der Farbe Purple Urkel. Matt mit ein wenig Schimmer. Genau, dann haben wir es eigentlich geschafft. Der Lippenstift hat wirklich eine sehr leichte Deckkraft, ein sehr weiches Finish. Wenn man das ein bisschen deckender haben will, dann muss man wirklich mehrmals drüber gehen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das ist das Make-up, was ich mit den neuen Produkten von Beauty Bay, von meiner Beauty Bay Bestellung gezaubert habe. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie es euch gefällt und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt, dann schreibt doch mal Hashtag Team Lilac in die Kommentare. Und dann sehe ich, wer von euch jetzt wirklich bis zum Ende mitgeschaut hat. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, kommentieren und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr wirklich kein Video mehr verpasst. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao!